Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses mit mehreren Verletzten in Mönchengladbach. Gegen 14.45 Uhr kam es am Sonntag, den 7. Februar 2016, zu einem schweren Verkehrsunfall im Stadtteil Rheindahlen. Ein Linienbus der NEW war auf der B57 stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Schrievers bemerkte der Busfahrer, dass er offenbar zuvor hätte abbiegen müssen. Er versuchte, den Bus zu wenden, dabei prallte ein hinter ihm fahrender Pkw in den Bus. Bei dem Unfall wurde der Pkw-Fahrer, ein 42-jähriger Mann aus Mönchengladbach, schwer, der 58-jährige Busfahrer sowie zwei Kinder im Alter von 16 und 13 Jahren, die als Fahrgäste im Bus waren, leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die B57 blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.